Ich bin Anita Weiermann. Früher war ich Laufprofi. Jetzt bin ich Mutter von 4 Kindern und renne als Hobbysportler immer noch gern. Wer mit Rennen anfangen will, muss sich zuerst fit machen für das Rennen. Das heisst, man muss die nötige Kraft haben. Und ein paar Übungen dafür zeige ich jetzt. Eine Übung ist ein Unterarmstütz. Hier ist wichtig, dass man stabil ist wie ein Brett. Nicht das Gesäß nach oben oder irgendwie durchhängen, sondern wie ein Brett gerade und alle Muskeln angespannt haben. Wenn man hier wirklich stabil ist, kann man auch mit Bewegen anfangen. Dann auf der Seite das Gleiche. Zuerst stabil sein, für die, die das schon reicht, mit Bewegen. Oder die einfachere Variante. Und dann auch noch auf dem Rücken. Und auch Beinachsenstabilität ist sehr wichtig, dass das verhält beim Rennen. Auch für das gibt es verschiedene Übungen. Hier nur eine. Wir machen Kniebeugen, aber nicht einfach normale Kniebeugen, sondern immer eine hinten abhacken. Eine auf die Seite das Gegenführen. Und wichtig ist, dass das Knie immer schön gegen vorne schaut und nicht anfängt zu schlottern. Bei mir ist das auch nicht immer perfekt. Und für das muss man die Übung eben machen, dass man lernt, das Knie stabil zu behalten. Wichtig beim Rennen ist auch, dass man eine starke Wadenmuskulatur hat, gerade auch für Achillessehnenprobleme vorzubeugen. Und auch dafür gibt es Übungen. Eine davon ist, wir gehen auf einen Stegen, gehen maximal runter, also wir voll in Dehnung sind, und dann für den Anfang zweibeinig rauf, wieder einbeinig runter, zweibeinig rauf. Für die, die sich das gewohnt sind oder das kein Problem ist, können das Ganze auf einem Bein machen. Jetzt fangen wir mal eine kleine Auswahl an Übungen zum Anfang. Es gibt natürlich noch viel mehr. Zuerst gehen wir jetzt aber das erste Mal rennen.